Hallo Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, wir sind hier bei unserem wunderschönen Haus mit unserem fetten Lamborghini Urus, Freunde. Lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr GTA 5 RP genauso sehr feiert wie ich, Freunde. Und ich würde sagen, wir checken heute mal wieder, was so abgeht in der Stadt. Ey, Paul Berger, was geht? Max, was soll das, Alter? Ey, wie, was soll was, was willst du? Mein PlayStation geht wieder nicht. Deine PlayStation geht nicht? Hä, haben die uns den Strom abgestellt oder was? Nein, da steht kein Guthaben verfügbar. Du musst wieder was machen, Mann. Ich glaube, wir haben kein Geld mehr. Kein Guthaben verfügbar? Ja, weil du schon wieder alle Fortnite-Skins gekauft hast. Nein, wirklich nicht. Ja, toll, ey, Leute. Das Problem ist, wir haben gar kein Geld mehr. Aber wir haben auch echt schon lange nicht mehr hier gearbeitet. Okay, Paul Berger, weißt du was? Ich werde ein bisschen Geld verdienen. Du kannst dann entspannt wieder Fortnite zocken, ja? Ja, bitte, Max. Ich brauche wieder Geld, Mann. Ja, okay, so, dann aus dem Weg, ich will Junge. Ein paar Skins kaufen. Ja, ist ja gut, so. Ey, Freunde, aber unser kleiner Bruder Paul Berger hat natürlich recht. Wir waren lange nicht mehr hier in GTA RP gewesen. Deswegen ist natürlich unser Kontostand komplett aufgebraucht. Ihr seht ihn jetzt hier eingeblendet. Wir haben nur noch 1 Million jetzt, Freunde. Das hört sich vielleicht ganz gut an, ist aber nicht so viel, wenn man bedenkt, dass wir unsere fetten Häuser, unsere Autos, alles bezahlen müssen, Freunde, ja. Da bleibt dann natürlich nicht mehr so viel Geld für Paul Berger und seine Fortnite-Skins übrig. Deswegen müssen wir jetzt heute wieder Geld verdienen. Und ich habe mir aber natürlich was Besonderes überlegt, Leute. Denn wir haben ja noch unser Auto. Haus, das iCrybex Customs Autohaus. Ganz easy können wir doch damit Geld verdienen, ja? Verkaufen wir halt ein paar von unseren Autos. Oh Gott, ey, ah, oh mein Gott, aua, ey. Boah, ey, voll den Unfall gebaut. Ey, Leute, ich habe ja komplett verlernt, hier zu fahren. Hey, Leute, wie fahre ich denn hier? Ich glaube, ich muss noch mal in die Fahrschule gehen. Naja, wir fahren jetzt erstmal zu unserer iCrybex Customs Tuning Werkstatt und dann werden wir easy Geld verdienen. Let's go. Oh, Leute, da ist doch unsere Werkstatt iCrybex Customs. Hä? Aber was sollen hier diese ganzen Baustellensachen? Was ist das denn hier? Ey, was ist hier los, Junge? Ey, was soll das? Hallo, hallo, sagen Sie mal, sind Sie blind? Da sind doch extra Barrieren, soll ich reinkommen hier? Hey, was machst du hier auf meinem Grundstück runter hier? Was für dein Grundstück, Mann? Du, wenn das mal arbeiten, geh arbeiten, verdien mal ein bisschen Geld. Guck mal hier, alles staatlich hier. Was, alles? Soll ich jetzt die Wand einreißen oder nicht? Hä, warte mal, hier wird gar nichts eingerissen. Was soll das? Das ist hier mein Gebäude, da steht iCrimex Customs drauf. Jetzt ist der Besitzer wieder gekommen, das heißt, wir müssen... Ja, hören Sie zu, dadurch, dass Sie jetzt erst gekommen sind, eigentlich hätten wir es abreißen dürfen, aber wir haben Ihnen Notiz gegeben, Sie haben jetzt 48 Stunden Zeit, die Schulden zurückzuzahlen, die ganze Miete und so. Oh. Ansonsten wird hier alles eingerissen. Ich mache einen Taki-Laden hier draus. Was? Ein Taki-Laden? Ey, hier wird kein Taki-Laden draus gemacht. Ey, warte, wir machen 48 Stunden noch. 48 Stunden okay, habe ich noch Zeit. Und jetzt mach runter mit euren Maschinen hier. Weg mit eurem Zeug. Nein, die bleiben hier, die bleiben hier. Dann macht aber wenigstens die Barriere weg, dass ich hier die auf den Hof fahren kann. Ey, Leute, habt ihr das gehört? Wären wir jetzt hier gerade nicht vorbeigekommen, hätten die meine iCrimex Customs Tuning Werkstatt weggerissen, um hier einen Taki-Laden hinzusimmern. Ich glaube, ich spinne, Junge. Mach mal jetzt hier direkt alles weg. So, bevor ich hier durchdrehen muss. Wie viel Schulden muss ich denn überhaupt zurückzahlen? 5 Millionen. 5 Millionen? Ja gut, okay, Leute. Ich sage euch ehrlich, ist viel Geld, aber ich glaube, das kriegen wir hin. So, wir fahren jetzt hier erstmal rein. Um Gottes Willen. Die haben ich komm wieder. Ja, so macht... Ey, Leute, macht mal eure Barrieren jetzt hier weg. So kann ich das ja gar nicht benutzen. Mach mal den ganzen Müll jetzt hier weg, Junge. So. Ja, ich mach gerade. Ey, Leute, guck mal. Hier ist ja auch schon relativ dunkel drin. Haben die mir hier sogar den Strom schon abgestellt oder was? Ey, ich drehe hier durch. Ich drehe hier durch, Freunde. Wir müssen unbedingt anfangen, Geld zu verdienen. Sonst werden wir unser iCrimex Customs verlieren. Und Paul Berger, unser kleiner Bruder, kann sich keine Fortnite-Skins mehr holen. Ey, das darf natürlich nicht sein. Okay, Freunde. Also, wir haben noch 1 Million Dollar auf unserem Kontostand. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir müssen aus der 1 Million ganz schnell heute 5 Millionen Dollar machen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das, Leute. Lasst dafür jetzt ein Like und ein Abo da. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Autos einkaufen, die wir dann auftunen können. Und da habe ich natürlich schon eine ganz besondere Idee, Freunde. Und zwar, wir werden heute das erste Paul Berger Limo Autohaus eröffnen. Wir werden heute Paul Berger Limo Autos verkaufen, weil wir alle wissen ja, Paul Berger Limo ist ja voll beliebt, Leute. Und wenn wir extrem limitierte, besondere Paul Berger Limo Autos verkaufen, dann können wir die bestimmt richtig teuer hier anbieten in unserem Shop. Aber dafür müssen wir auch erstmal anfangen, hier unser Autohaus, dieses iCrimex Customs, vielleicht ein bisschen in Paul Berger Limo Autohaus umzudekorieren. Ich werde jetzt hier mal überall so eine Reklame aufhängen, so eine Bilder dran machen. Boah, Leute, guckt euch das hier schon mal an, wie krass das jetzt aussieht. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall noch viel, viel mehr Bilder dran machen, damit hier wirklich jeder in der ganzen Stadt direkt checkt, was es hier so gibt, Freunde.
So, guck mal, wir können das ja mal von der Straße anschauen. Ja, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So, guck mal, das können wir auch hier nochmal so dranhängen, würde ich sagen. So, Leute, ich habe jetzt überall die Paulberger Limo-Logos hier hingemacht. Und ihr könnt schon sehen, das sieht doch hier schon mal richtig gut aus. Hier so ein kleines Logo bei der Einfahrt, damit natürlich jeder direkt weiß, hier ist das originale Paulberger Limo-Autohaus. Dann hier neben iCrimex Customs, hier Paulberger, da noch beide Sorten, hier Pfirsich und Bubblegum. Und natürlich hier innen drin habe ich auch noch ein schönes Bild hingemacht, hier unter die Treppe beim Empfang direkt, dass wenn Leute hier Autos kaufen wollen, dann sehen sie natürlich auch noch hier direkt, was hier abgeht, Leute. Aber was ist ein Autohaus ohne Autos? Natürlich nur ein Haus, Freunde. Und deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Autos besorgen müssen, die wir dann zu Spezial Paulberger Limo-Autos umfunktionieren. Aber um die Autos holen zu können, müssen wir auf jeden Fall noch davor uns einen LKW besorgen, womit wir die ganzen Autos transportieren können. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal schnell zum LKW-Händler, Leute. Let's go! Okay, Leute, hier am Hafen könnt ihr schon sehen, hier sind ziemlich viele LKW-Anhänger und hier ist nämlich auch der LKW-Händler. So, der müsste, glaube ich, hier vorne direkt sein. Boah, was hat der denn da? Weihnachtstrucks? Leute, einen Weihnachtstruck brauchen wir nicht. Weihnachten ist vorbei. Vielleicht hat er die hier im Sonderangebot. So, zack, da parken wir direkt mal. Moin, Meister! Servus, junger Mann, servus. Ich habe hier die Trucks vorbereitet, die Sie angefragt haben. Ja, genau. Ich brauche einen Truck und einen Spezialanhänger. Ja, also Trucks sind ausverkauft. Ich habe noch vom letzten Jahr die Christmas Trucks, die sind heute im Angebot. Ja. Christmas Trucks, okay. Noch ein paar Anhänger, wie Sie sehen, ganz viele. Aber Leute, also ich sage euch ehrlich, wir haben eh nicht mehr so viel Geld. Ich wollte hier eh einen richtigen Schnapper machen und dann kaufen wir halt eben so einen Christmas Truck und werden den einfach ein bisschen umfolieren oder sowas. Ist ja egal, Leute. Ja, du sag mal hier, ich brauche ein richtig gutes Angebot. Ich brauche einmal hier einen LKW und einen Anhänger und am besten noch foliert mit Paulberger Limo Logo. Also LKW mit Anhänger mache ich für 250.000 mit Folierung 300.000. 300, okay. So, komm, dann machen wir 250 und wir haben ein Geschäft. So, einschlagen, hopp. 250 mit Folierung. Mit Folierung 250. Verdammt, na gut, so, ich krieg zack, die Dinger sonst eh nicht los, ja. Sehr gut, sehr gut. Warte mal, du willst das hier foliert haben? Genau, das, okay. Genau. Am besten einmal vielleicht in so einem Blau oder so und den Anhänger dann auch so blau mit Paulberger Limo-Logo drauf, ja, ne? Ja, ich guck, was ich machen kann. Ja, super. Ey, pass mal auf meinen Lambo, Junge. Sorry. Ey, fährt der mir hier in meinen Urus rein, Junge? Ich dreh durch. Na gut, sorry, Leute, der geht den jetzt gut mal hier schnell folieren. Für 250.000 haben wir einen Schnapper gemacht. Das heißt, wir haben noch 750.000 Euro übrig, aber wir müssen heute am Ende des Tages 5 Millionen daraus machen, Freunde. Also ich hoffe, das wird klappen. Wir warten jetzt mal kurz, bis der hier wiederkommt. Ey, Leute, wo bleibt der denn? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wow! Junge, Alter. Ey, das sieht ja richtig gut aus. Schön, hey. Paulberger Truck ist fertig, ja. Ja, super, richtig gut gemacht, aber dankeschön. Warte mal, ich bin dir entgegengekommen mit Price. Der kannst du mir auch ein bisschen Paulberger. Meine Frau liebt das Zeug wie verrückt. Ja, Paulberger, weißt du was? Ich lass dir ein Paket zuschicken, eine Palette, ja. Oh, danke. Super, dankeschön, ja. Dann mach's gut, ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh mein Gott, Leute, ey, das sieht richtig gut aus. Und ich würde sagen, wir können ja mal direkt testen, wie gut wir den hier benutzen können zum Autos transportieren. Wir machen jetzt hier mal kurz auf und laden mal unseren Urus da rein. Oh mein Gott, Leute. Okay, also ihr seht schon, Autos kann man hier gut einladen. Das passt soweit. So, dann dankeschön. Ja, war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ciao. Tschüss. Perfekt, Freunde. Okay, also wir haben unseren LKW-Anhänger natürlich hier im Paulberger Limo-Design. Jetzt brauchen wir natürlich noch Fahrzeuge, die wir verkaufen können. Und deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt natürlich erstmal zum Autohändler. Oh, guck mal, das sind Prime- und Takis-Anhänger. Ja, auch richtig krass. Wir fahren jetzt aber erstmal zum Autohändler und ich hoffe, dass wir da was Gutes bekommen, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute, wir sind hier beim Luxus-Autohändler angekommen. Ich hoffe, hier finden wir was Gutes, Freunde. So, zack, dann einmal hier den Paulberger Limo-LKW halten und aussteigen. So, zack. Boah, Leute, ich sehe schon richtig gute Sachen. Oh, hier Ferrari 812, Leute. Dann haben wir hier einen 6x6 Urus. Oh mein Gott. Kannst du mir weiterhelfen? Ja, guten Tag, der Herr. Ich möchte gerne Autos kaufen für mein Autohaus. Ja, natürlich. Oh, ja. Für Autohaus. Ja, genau, okay, okay. Genau, ja. Passen Sie auf, was sagen Sie zu diesem 6x6 Urus? Oh ja, der sieht natürlich sehr, sehr krass aus. Sonderangebot für Sie, weil ich merke, Sie sind ein guter Verkäufer. 2 Millionen. 2 Millionen? Sie, Senor. Sie. Leute, wir haben nur noch 750.000. Das ist mir eine Nummer zu teuer. Haben wir denn auch günstigere Sachen hier? Ja, Sie, Senor. Ja, ja. Oh. Dann kommen Sie mal hier. Ja, Leute, Sie so ein Mercedes AMG ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich dachte eher so an Lambos und sowas, was wir zum GT3 S für nur 1,2 Millionen. Dieser AMG GT63 kostet 1,2 Millionen? Sie, Senor.
Der kostet doch normalerweise 200.000 oder sowas. Schauen Sie mal, ein Preis entwickelt sich Angebot nach Frage, ah? Ja, seitdem okay. Diese YouTuber weg sind, iCrimex, Amir und Standard-Skill mit ihren Autohäusern. Ja. Ich kann Verpreise machen, wie ich es will und alle kaufen. Oh mein Gott, Leute, der macht einfach die Preise, wie er will, weil keiner mehr Autohäuser macht, ey, Freunde. Okay, das hier ist günstigster, sieh. Ja, okay, M4. BMW M4. 800.000. Hä? Bro, was? Der kostet 100.000 normalerweise. Ey, Leute, das ist Scam hier. Ey, von mir hörst du nie wieder was. Ich werde nie wieder in deinen Laden kommen. Mach's gut, du armer Schmalspul. Ey, Leute, jetzt nennt der mich auch noch Schmalspur. Ich drehe hier durch. Freunde, wie sollen wir denn an Autos für unsere Autos rankommen? Die übertreiben ja hier mittlerweile komplett mit ihren Preisen. Ey, Freunde, ganz ehrlich, ich lass mir das hier nicht gefallen. Wir kriegen jetzt vielleicht hier kein Auto, aber ich werde dem Typen trotzdem mal noch eine kleine Lektion erteilen. So. So, ey, du, noch liebe Grüße hier von mir, von der Schmalspur. So, Was hast du? Ey, okay. Das werde ich doch wissen. Ja, wir sollten jetzt hier besser abhauen, Leute. Ich glaube, der ist ziemlich sauer auf uns. Warte mal, das war nicht so schlau, dass wir das mit unserem Anhänger gemacht haben. Der weiß ja direkt, zu was wir hier dazugehören. Oh nein, der weiß jetzt, Paul Berger Limo hat ihn angegriffen, aber egal. Wir sollten jetzt hier schnell abhauen, bevor der irgendwie seine Mafia-Freunde oder sowas ruft. Na gut, aber wir haben immer noch kein Auto für unser Autohaus, Leute. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Aber Freunde, ich habe natürlich noch einen Plan B. Aber das Ganze ist natürlich ein bisschen riskanter. Und zwar, wir können zu so verlassenen Garagenauktionen gehen, Leute, ja. Da hat man natürlich das Ding, entweder da ist was Krasses drin und man hat das extrem günstig bekommen. Oder man kauft sich halt eben Müll. Das ist halt echt Risiko. Aber Freunde, ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als Risiko zu gehen. Denn so eine Auktion findet jetzt gerade am Flughafen statt. Da werden wir jetzt hinfahren, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute, hier findet diese Auto-Auktion statt. Freunde, ihr seht schon die geschlossenen Container. Ich hoffe, wir haben Glück und kriegen da jetzt was Gutes. Es geht schon los, bei diesjährigen Hidden Auto-Versteigerung. Oh mein Gott. Ich weiß, viele von Ihnen sind nur Zuschauer und wollen sehen, wie Leute hier Geld ausgeben. Ja, Leute, das sind alles nur Zuschauer. Sehr gut, dann haben wir richtig gute Chancen, wenn niemand anderes mitbietet. Doch meine Frage ist, wer will hier mitbieten? Ich will mitbieten. Oh ja, sehr gut, die anderen sind hier alle nur Zuschauer. Oh mein Gott, nice. Wir kriegen alle zu richtig guten Preisen. Möchte noch jemand mitbieten? Sich mit diesem jungen Herrn hier? Ja, Mann, ich bin doch da. George, du bist wieder da. Ja, Mann, was geht das? Nein, Leute, der fährt einen G-Klasse 6x6 Brabus. Der muss richtig viel Geld haben, der Typ. Das ist gar nicht gut. Nein, Leute, ich bin wieder da. Willst du nicht morgen wiederkommen oder so? Morgen gibt's es hier nicht. Na gut, okay. Ja, dann sind hier wohl zwei Teilnehmer bei der Auktion. Wir haben einmal nur mit der rechten Seite haben wir George, der Rekordkäufer in der Hidden Autogaragen Challenge. Das ist der Rekordkäufer. Dankeschön, Freunde, dankeschön. Und bin wieder da. Haben wir... wie ist der Name? iCrimex, okay. iCrimex! Ey, der macht mir Loser-Tanz, Junge! Disqualifiziert! iLoser, chill mal. Ey, der provoziert mich! Aufhören! Gehen Sie nur zum ersten Container! Okay. Es wird Startgebot gesetzt. Ein Startgebot fängt an bei 100.000! Oh mein Gott, Leute, dem werde ich jetzt was zeigen. Ich habe zwar nur noch 750.000, das darf ich mir nicht anmerken lassen. Ey, was macht der? Guck mal, der betrügt hier! Hallo, George, komm zurück! Ey, man darf da nicht nah hingehen. Wir starten hier bei der linken Seite, oder? Bei dem hier. Wir fangen an der linken Seite. Sie haben es richtig erfasst. Okay. Folgen Sie mir mal bitte. Gut, also dann 100.000 setze ich. Bin ich dabei? Ja, bin ich dabei. 110.000 vom George gemacht. Würde Comics höher gehen. 110.000 zum ersten. 120! 120.000 für die Comics. 150. 150 für den George. Oh mein Gott, Leute. Warte mal, ich habe 750.000. Das heißt, ich darf so... 200 pro Ding würde ich gehen. 160! 170. Alter. 170 von George Rekordkäufer zum ersten. 180. 180. 190. Oh mein Gott, ey, Leute. Wenn der jetzt gleich nochmal erhöht, dann kann ich nicht weitergehen. 200.000. Gut, soll den ersten haben. Komm. Ja, oh mein Gott. Ey, bitte. Ey, bitte ist da jetzt kein Short, denn 200.000 ist so viel Geld. Ich hole das Auto raus. Komm, bitte. Hat sich der Kauf gelohnt oder war es ein Miese? Er hat sich ein McLaren. Okay, Leute, der Wagen wird normalerweise auf jeden Fall so Neupreis 300.000 kosten. Wahrscheinlich bei dem anderen Händler 3 Millionen oder so. Und wir haben ihn für 200.000 bekommen. Das ist richtig gut. Herzlichen Glückwunsch, so, George, da musst du noch ein bisschen früher aufstehen hier.
Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Okay. Hiermit ab zum nächsten Container. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens drei Autos, Leute. Hört mir die erste Geburt von Ikramax oder von George McCorty. Wer will? Ja, komm, 100.000 bin ich dabei. Bin ich 110.000. dabei. 110.000 von George. Wow. Mehr als 110, 120, 120. 150.000. 150.000! So. 160.000, ja. Oha. 160.000, George mit deiner dicken Ante, deiner Ikramax. Komm, Leute, wisst ihr was? Gerade eben meine Taktik hat gut funktioniert. 200.000! 200.000! So. Nachschwarz, Schmalspur ist dir zu viel, hä? 210.000. Okay. 210.000 Pfund. Da bin ich raus, Leute. Das mit mehr als 200 mache ich nicht pro Container. Zum verkauften Jude. Oh mein Gott. Ey, bitte nichts Krasses. Bitte ist da nichts Krasses drin, Leute. Oh mein Gott. War es gelohnt? Hat sich gelohnt? Oder wird der miese Macken ernt? Ein Motorrad. Bro, du hast ein 20.000 Euro Motorrad für 200.000 gekauft. Digga, das ist Special Edition, ja? Yeah? Ja, Special, Special. Ist okay, ist okay. So, so nächster. Wir fangen an mit dem nächsten Ding. Wird es wieder eine Miese sein? Wird es was Gutes sein? Wer will jetzt empfangen bei 100.000 Pfund? Oh, tun wir mehr von 100.000 Pfund? Ja, komm, mach mal 150 direkt. 150.000! 200.000! 200.000! Was sind das für Schritte hier? Da bin ich raus, Leute. Da bin ich mehr als... meine Taktik, ich gehe nicht über 200, Leute. Verkauft an George! Oh mein Gott. So, George, vielleicht hast du ja diesmal was Gutes. Ich meine, gute Nachricht sind keine zwei Räder mehr, es sind vier Räder für George. Aber leider nur ein kleines Gruppe. Verdammt, Mann, das ist ja heute richtig Scam. Du hast für 400.000 nur Müll gekauft. verdammt. Ey, Leute, der Typ, der hat komplett verloren. So, was haben wir hier als nächstes? Freunde, neues Glück. 200.000. Oh mein Gott, okay. Aber ganz ehrlich, Leute, wir haben noch 550.000. Ich habe jetzt kaum Geld gebraucht. Ich glaube, ich werde diesmal ein bisschen höher gehen. 250.000. Oh mein Gott. So. Zum Ersten. Warte, ja. stopp, 260.000. Nein, der geht mit, Leute. Oh mein Gott, 270.000. Oh mein Gott, Erste. Ja, ich glaube, da könnte nämlich jetzt mal wieder was Gutes kommen, Leute. 280.000. Der war zu langsam. Was ist das für eine Bestechung hier, was mit dir passiert? Du warst einfach zu langsam, George, Junge. So, was haben wir da drin? Bitte was Gutes. Bitte. Vier Räder. Ja, vier Räder. Aber nicht aber Lambo! Oh mein Gott, nice, Leute. Wir haben den Lambo. Und das Gute ist, wir haben jetzt immer noch 280.000 Euro übrig auf unserem Konto, Leute. So. Ich bin ein bisschen so eine Schmeichel geworden. Okay, komm, dann mach mal weiter jetzt hier. 300.000! Ey, der dreht ja völlig durch. Gut, also so viel Geld habe ich nicht mehr. So viel kann ich nicht mitmachen. Zum Ersten, zum Zweiten. Und zum dritten. 300 setzt er da, der ist ja, komm, der tritt ja völlig durch, Leute. George, war das dein letztes Geld oder was? Was? War das dein letztes Geld oder was? Ja. Oh, da ist aber, hat schon mal einen sehr guten Sound, hat schon mal einen guten Sound da drin. Eine fahrbare Couch hat er. Ey, Leute, der George ist wirklich. Warte, aber du gibst mir jetzt sofort mein Geld zurück, Mann. Sofort. Hallo. Sofort. Lass mein Auto näher in Ruhe. Gib mir das Geld zurück. Du, Oh mein Gott. Ey, Leute, der hat uns hier alle bedroht. Ey, tut mir leid, ich muss dir einmal ihnen helfen. Weil sie mich gerade das Leben gerettet haben, sie kriegen die letzte Container für 100.000. Was? Ja gut, es bietet jetzt ja auch niemand mehr mit. 100.000 nochmal. Leute, das ist echt gut. Also dann haben wir insgesamt noch 170.000 Euro übrig. Und was, da ist ein Ferrari drin? Oh mein Gott. Ey, Leute, wir hatten ja wirklich absolut Glück gehabt bei der Auktion. Wir haben hiermit jetzt... Hiermit ist die Auktion beendet. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott. Wir haben jetzt einen McLaren, einen Lamborghini und einen Ferrari bekommen. Leute, ich würde sagen, wir bringen jetzt mal schnell alle Autos rüber und werden die dann erstmal zu den Paulberger Limo-Autos umbauen. Let's go. Okay, Leute, wir haben jetzt alle Autos hier rüber geschafft, Freunde. Und jetzt müssen wir natürlich noch die normalen Autos. Und ich glaube, allein die könnten wir jetzt ja schon echt mit Gewinn verkaufen. Aber wir werden die jetzt
alle mal zu den Paulberger Limo Spezialautos umtunen. Guck mal, Leute, Strom ist hier auch wieder an. Direkt mal schön wieder beleuchtet hier. Ey, die wollten mir hier wirklich meine iGramix Customs Werkstatt wegpfänden. Das gibt's ja nicht. Okay, wir fahren jetzt alle mal hier auf die Tuning Spots rein. Und dann werden wir daraus die Paulberger Limo Autos machen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe jetzt alle Autos aufgetunt zu den Paulberger Limo Autos. Guckt euch mal an, wie krass das hier aussieht. So, schön noch ein bisschen polieren. Und zack, Leute. Ich glaube, wir sind fertig. Und zwar haben wir hier einmal den Paulberger Limo Bubblegum Spezial Lambo, Freunde. Boah, der sieht doch hier schon mal richtig gut aus. Dann haben wir hier natürlich noch ein McLaren 765 LT mit dem Spezial Paulberger Limo Pfirsichfolierung, Freunde. Auch richtig krass. Und dann haben wir hier noch den Ferrari, Freunde. Der war ja schon davor blau gewesen. Habe ich noch hier schön mit dem blauen Paulberger Limo Logo foliert. Ein bisschen rote Akzente. Finde ich, sieht doch auch richtig krass aus. Welches von den drei Autos gefällt euch am besten? Und Leute, das Heftige ist ja, die Paulberger Limo Autos sehen nicht nur cool aus, sondern die haben auch noch eine Spezialfunktion. Die werde ich euch jetzt nämlich mal noch zeigen, warum die nämlich so viel wert sind. Also ich glaube, ich sage euch ehrlich, jedes Auto 2 Millionen. Ich werde jedes Auto für 2 Millionen anbieten. Und zwar haben die nämlich einen geheimen Paulberger Limo Spezialknopf. Wenn man den aktiviert, werden die Fahrzeuge super, super schnell. Ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal schnell auf einer Teststrecke. Okay, Leute, ich werde euch das Ganze jetzt mal zeigen. Wenn man hier normal mit dem Wagen fährt, ist der natürlich auch schon ganz gut. Ja, schau mal hier, auch jetzt schon hier 350, 360, 380, 400 km/h. Also der schafft auch schon so im normalen Modus, sage ich jetzt mal, 400 km/h. Okay, Leute, wir haben jetzt nämlich den Modus aktiviert. Das seht ihr daran, dass jetzt hier die Untergrundbeleuchtung leuchtet. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schnell der ist. 3, 2, 1, let's go! Wow, über 1400 km/h, Leute. Das ist komplett geisteskrank. Also das ist ja wirklich viel zu schnell, um den normal zu fahren. Aber damit kann man natürlich auch wirklich jedes Rennen gewinnen. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir müssen den Modus mal kurz wieder deaktivieren. Wir sind hier viel zu schnell. Ey, Leute, wenn sich das in der Stadt rumspricht, wie krass unsere Autos sind, dann wird es richtig abgehen. Dann, hä? Warte mal, was ist denn jetzt hier los? Wie viele Leute stehen denn hier? Warte mal, hä? Wollen die hier alle Autos von mir kaufen? Wollen die hier alle Paulberger Limos kaufen? Ruhig, was geht, Leute? Ja. Wir sind hier vor dem Paulberger. Warte mal, da ist auch Russik und Armin. Was geht denn jetzt ab, Leute? Wir können nicht einfach so reinholen, dass der Besitzer da ist. Warte mal. Habe ich hier gerade irgendwas verpasst? Hat sich das jetzt gerade schon in der Stadt so schnell rumgesprochen, wie schnell die Fahrzeuge sind? Wenn das alles Kunden sind, dann werden unsere Probleme alle erledigt. Ey, alle ganz ruhig bleiben. Immer einer nach dem anderen, Ey, Russik, komm. Auf jeden Fall Russi, der Besitzer. Russi, komm ruhig vor. So, grad, ja, das ist ein Kumpel von mir, der davor. Yo, Ehre, Leute, danke. Guckt danke. Euch das mal an hier. Krank, Alter. So. Ja, meine Freunde. Ey, beruhigt euch da hinten in der Schlange. Einer nach dem anderen. So, hier. Ey, die drehen ja völlig durch. Ihr habt natürlich Vorrang, Russik und Amir. Ey, was geht ab da draußen? Was habe ich hier verpasst? Oh mein Gott. Russak, du musst reinmachen, du musst das mit reinmachen. Film das. Oh mein Alter. Gott, ich will den kaufen hier. Wie findet ihr die neuen Paulberger Limo-Autos? Ah. Ha? Max, ich kauf dir, was kostet der? Max, tausch mal, ich hab ein Takis-Auto. Tausch das gegen Paulberger Limo? Tut mir leid, Max, Bro, ich brauch leider Geld. Ich tausch nicht, ja, weil das Problem ist, ich muss 5 Millionen zahlen. Ich kauf ihn. Ja, okay, normalerweise, Jungs, ihr wisst, ich würde euch auch alles mit Herz schenken, aber ich brauche unbedingt Geld, um meinen iGramix Customs hier zu retten. Deswegen, Bro, 2 Millionen kostet einer leider. Kein Problem, Bro, 2 Millionen, ich zahle. Boah, ich kauf Bubblegum. Ich finde Bubblegum eher am besten. Was? Okay, cool. Wow. Alter, okay, Russi, kauft dir den originalen blauen Paulberger Limo Ferrari? Bro, das ist der heftigste, guck mal. Nice, das steht für alle Paulberger Limos. Das sogar stimmt. Die neu rauskommen. Ich hab dir Geld überwiesen. Oh, danke, danke. Boah, Leute, das heißt, wir haben schon 4 Millionen verdient. Richtig krass. Gut, warte mal, da ist gerade die Heckstoßstange. Amir, warte mal, ich glaube, da gibt es gerade ein paar technische Probleme bei dem Auto. Eine Sekunde, ich muss hier nochmal kurz was ranschrauben. Amir, tut mir leid für die Umstände. Ja. Ich schraube das mal kurz wieder ran hier. Den Wagen haben wir gerade getestet. So perfekt, Leute. Okay, dann. Danke. Ja, gut, tut mir leid für die Umstände. Dann viel Spaß mit euren Autos, Jungs. Danke, Bro. Oh mein Gott. Limo auf die Eins. Let's go, Leute. Aber das Ding ist, wir haben jetzt gerade 4 Millionen wieder verdient. Wir brauchen aber noch ein bisschen Geld. Das heißt, wir müssen unbedingt auch noch das letzte Auto hier verkaufen, und zwar den Pfirsich, Leute, den Paulberger Limo Pfirsich McLaren. Aber ich glaube, da finden wir schon jemanden. Hier stehen ja genug Leute an da draußen. Wisst ihr was? Ich werde einfach ein Gebot machen. Ich werde so ein Bieterverfahren machen. Wer einfach mehr bietet, so ein Ding ist das. So, wir fahren jetzt einfach raus. Wenn hier schon so viele Interessenten sind, ja, dann machen wir doch direkt richtig Geld. So, und fahren ihn hier direkt einmal vor die Tür.
So, limitierte Chance. Wer will jetzt den letzten Paul-Berger Limo McLaren? 2,5 Millionen! 2,5 Millionen. Hören wir Gebote über 2,5 Millionen? 3 Millionen, bitte. 3 Millionen. Okay, hören wir mehr Gebote? Okay, wir sind bei 3 Millionen. Hören wir Gebote über 3 Millionen? 4 Millionen! 5 Millionen! 10 Millionen! 10 Millionen von dem Herrn hier! 11 Millionen! Oh mein Gott! One of one. 15 Millionen zum ersten. Was ist das zum da oben? Zum zweiten. Hä, was ist das da, Leute? Ein Helikopter? Da kommt ein Helikopter. Hä? Das ist doch Tuan. Tuan, was ja. geht? Ja, so ist Mars Bullet. 25 Millionen. Okay, 25 Millionen zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Verkauft an den Herrn im lila Hemd. Ja. Alter, Tuan, was geht? Lange nicht gesehen. Was geht ab? Ey, Tuan, ich hab dich vermisst. Oh, mein Paul-Berger Limo Auto ist ja, da. Ja, der gehört jetzt dir. One of one, den wird's so nie wieder geben. Jawohl! Sehr so, gut. Aus dem Weg ist Mars Bullet! Ey, Leute, aber damit würde ich sagen, haben wir das Geld, um unsere Schulden zu bezahlen? Wollt ihr, dass wir unser Paul-Berger Limo Autos weiter aufbauen? Dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.